Okay, aus dem letzten Jahr wäre ich mir da sehr sicher gewesen, dass es Jana gewesen wäre. Aber dieses Jahr, das ist schwer. Ich glaube, Sarah Dorsun, ich glaube, die würde das einfach irgendwie alles durchziehen. Ja. Ich würde sagen, Almut wird das machen. So spontan kommt mir Janette Jakob in den Sinn, einfach weil sie das immer guckt. Ja, Poppy, weil sie die Ausbildung hat und ich glaube ich auch. Ob sie die Prüfung dann auch bestehen würde, das wäre dann mal einfach interessant zu sehen. Außer ich muss Hoden oder so essen. Oder Arschlöcher. Guckt das eigentlich nicht. Aber ich würde mal sagen Almut, weil sie die Schlauste ist. Es geht ja da auch immer um Geld am Ende. Ich glaube, dann würde Pavo wahrscheinlich. Josh oder Russ, glaube ich, schon eine Dschungelprüfung bestehen, aber ich sage jetzt mal Russ. Pavo Perwan. Ich glaube, wenn es ums Überleben geht, macht er alles. Warum? Ja, weil er so krank ist. Und ja. Oh, da kommt es, glaube ich, ganz auf die Dschungelprüfung an. Poppy. Aber wir haben viele Verrückte, die irgendwelche Sachen essen. Ich glaube, die kennt da nichts. Oder durch Tunnel kriechen. Also die ist sehr tieraffin, die kennt Gerüche. Was auch immer, also da könnte man viele Namen nennen. Wo ich manchmal schon denke, oh, das ist ein bisschen unangenehm. Dadurch, dass sie ja ihre Ausbildung in dem Tierpark gemacht hat. Sie gehabt. Ich glaube, Poppy kennt da nichts. Also die ist da knallhart. Ja, ich glaube, sie kennt sich ganz gut aus. Vielleicht Gini, also Daniel Ginczek. Das kommt mal von was? Weil er ja immer für jeden Spaß zu haben ist und sich auch, glaube ich, von nicht so vielen Sachen ekelt. Pavo. Pavo Perwan. Der alte Dschungelcamp-Liebhaber. Pavo, der wird alles essen, glaube ich. Pavo, sicher. Ah, doch, Pavo, glaube ich, weil der ist so der Ehrgeizigste. Der will immer gewinnen und ich glaube, der wird auch einen Känguruhoden essen. Das sagen alle. Ja, alle! Weil der einfach, der ist eine Maschine. Ich glaube, wenn man ihm sagt, der soll da Krokodilseier oder weiß der Geier was essen, der haut das Ding da ohne irgendwie nach links und rechts zu schauen, haut er sich runter und deswegen, ja. Ich glaube, Lino Kasten, weil er jung, weil er noch unbekümmert ist und weil er sich einfach alles zutraut. Du würdest auch das eine oder andere mal genannt. Ja, ich wollte jetzt mich selber nicht nennen, ja, aber ich glaube, ich würde auch. Ja, das haben die auch gesagt. Der ist vieles. Genug, der macht alles. Also halt sympathisch. Ja, nee, nehme ich nicht negativ auf.